Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Heute wollen wir mal was Russisches nachkochen. Natürlich öfter ein bisschen eingedeutscht. Die genaue Rezeptangabe werde ich natürlich nicht befolgen und wir machen heute Borscht. Yeah. Im Großen und Ganzen verwenden wir natürlich die Produkte, die da auch verwendet werden. Aber von dem ein bisschen mehr, von anderen ein bisschen weniger. Und zum Anbraten nehmen wir dann einen richtig schönen Schweinebauch. Ein bisschen Schmackes kriegen, ja. Und ich zeige euch jetzt, was wir alles dazu brauchen. Ja, da fangen wir an mit der roten Beete. Ne? Da habe ich hier 500 Gramm. Ja, es gab leider keine Frische. Und da habe ich diese noch ein bisschen vorgekocht. Gedünstet. Steht da, ja. Rote Beete ohne, ja, also die schon sozusagen gar ein ganzes Teil hier. Und dann haben wir hier 1 Kilo Rinderschmorbraten, feinstes Fleisch. Dann brauchen wir 3 Zwiebeln, 2 hier und eine haben wir noch hier liegen, 3 Stück. Dann haben wir Weißkohl, 1,3 Kilo Kartoffeln, 400 Gramm schon geschält. Möhren haben wir so 280 Gramm, ja, das waren 3 Möhren. Ja, hier sind sie. Saure Sahne, oben dann für die Deko, ja, genauso den Schnittlauch, den trocknen noch als Deko. Und dann brauchen wir noch als Mischung fürs Fleisch, haben wir hier 4 Lorbeerblätter, 6 Pimentkerner, 1 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Zucker und 1 Teelöffel Pfeffer. Ebenso haben wir noch 2 Esslöffel Tomatenmark und hier ist der gute Bauchspeck, ja, der ist leicht geräuchert, der wird schon bunten. Ja, dann brauchen wir noch ein bisschen Essig. 2 Esslöffel Essig brauchen wir auch noch. Ja, Zucker und Essig, wa? Das passt ja zusammen. Und dann legen wir mal los. Zuerst das Fleisch wird gekocht. Zuerst kochen wir erstmal eine schöne Fleischbrühe, ja. Packen unser Fleisch hier in Wasser, in den großen Tatsch, also ich habe einen 9er. Und gießen so viel Wasser rein, dass das Fleisch auch komplett bedeckt ist. Ja, fehlt noch ein bisschen. Das waren jetzt 3 Liter und lassen wir es mal aufkochen. Als nächstes kommen 2 Zwiebeln rein, ja, einmal halb geschnitten, das reicht. Und hier unsere Würzmischung verteilen wir auch in der Brühe. Die Würze sind jetzt drin. Fängt langsam an zu kochen und wenn es dann kocht, sagen wir mal so 2 Stunden, lassen wir es versehen köcheln und dann nehmen wir das Fleisch raus, die Würze raus, den Schaum abgeschöpft und dann haben wir eine prima Suppe, wa? Also Brühe, Rinderbrühe. Und während unser Fleisch hier vor sich hingart, bereiten wir unsere Pfanne vor. Zack, Bauchspeck, ja, also das hat mit, ich denke mal, gehört Bauchspeck in die deutsche Küche und hat jetzt mit Borscht nichts zu tun, ja, aber ich habe es halt ein bisschen eingedeutscht. Da freut sich der Rambo. Und den Rest schneiden wir jetzt schön runter und machen ein paar schöne Würfel, damit wir noch alles anbraten können und einen richtigen Geschmack in die Suppe kriegen. So, nach hier räuchert Speck und so. Mm. Dazu noch eine Zwiebel. Ja, einfach nur so grob, ne? Wie immer halt. Dazu dann noch die Möhrchen. Und da habt ihr dann eine schöne Pfanne, ja. Normalerweise kommt jetzt noch die rote Beete dran. Aber die ist natürlich schon vorgegart. Und die wird nur zum Schluss dran gemacht, nachher zum Warm machen, ja. Ansonsten wird nur dieses als schön angebraten, wenn das Fleisch fertig ist. Und das wird richtig lecker. Ach ja, hier. Tomatenmark kommt noch dran. Und vielleicht ein bisschen Öl, falls es nicht reicht. Ja, aber ich denke mal. Ja. Machen wir gleich mit dran. Ja. Damit es gleich schön den Geschmack reinbringt, den fruchtigen. Ne? Einwandfrei. Die 2 Stunden haben wir jetzt geschafft. Und das Fleisch, ja, ist weich. Ne? Logisch. 2 Stunden hat es hier vor sich hingebrutzelt, gequackert meine ich. Ja.
Säckchen brutzeln. So, einmal rausgenommen. Jetzt fischen wir alles ab, was wir nicht brauchen. Und es muss alles im Müll. Noch ein Blättchen. Und das war's. Jetzt brennt der Topf erstmal runter vom Feuer. Und die Pfanne muss jetzt drauf. Ja, erstmal brauchen wir jetzt richtig Hitze, wa? Damit der Bauchspeck richtig schön schmilzt. Und dann verrühren wir alles schön. Jetzt geht's langsam los. Die Hitze steigt. Und die Bauchscheiben werden langsam zu flüssigem Gold. Während der Speck brutzelt, haben wir hier unser Fleisch. Ja, und das zerteilen wir jetzt mal in mundgerechte Stücken. Ne? Also ich hoffe, er ist weich. Sieht doch so aus, ja. Ein bisschen Fett ist dran. Ja, mein Gott. Das soll uns nicht stören. Jawohl. Und ja, es ist durch. Hat ja 2 Stunden gekocht, ne? Und dann sollte es auch mal durch sein. Schneidet euch einfach so ein paar Scheiben runter. Ja, könnt ihr mal so essen, ich weiß. Das riecht so ganz lecker. Macht euch so ein paar schöne Stückchen, wie ihr es auch gerne Suppe habt. Ne? Das Fleisch ist fertig. Und wir können wieder zu unserer Pfanne gehen. Das nehmen wir jetzt runter. Und stellen stattdessen unseren Topf wieder drauf. Und dann kommt unsere Mischung rein von Kartoffeln und dem Kraut, ne? Von dem Maiskraut. Alles drin. So, ihr seht, die Brühe reicht gerade so. Einwandfrei. Wenn es kocht, eine Viertelstunde und dann geht es weiter. Die Viertelstunde haben wir geschafft. Einmal kurz umgerührt. Oh yeah. Die Krautsuppe, ne? Ich bin mal gespannt. Das Fleisch kommt rein. Das gute Rindfleisch. Dann die Möhre mit dem Bauchspeck und den Zwiebeln. Einmal wieder kräftig unterrührt. Bis jetzt ist alles ganz normal, aber wie bei normalen Krautsuppe. Naja, gut, mit Möhren kenne ich so nicht. Jetzt ganz. Rote Beete. Da die schon vorgekocht war, habe ich die nur mariniert. Mit ein bisschen Zucker und Essig. Ne? Und die kommt jetzt dran. Und da wird also mal 5 Minuten erwärmt. Und ich hoffe, der Himmel hält durch. Es regnet nämlich jetzt. Also unterrührt und dann, naja, 5 Minuten später wird serviert. Endlich sind wir fertig. Es hat ja geschlagene, gefühlte 3 Stunden gedauert. Ja. Also für mich ist es immer eine Krautsuppe. Ja, mit roter Beete. Und Essig und so. Und ich habe einmal nachgewürzt mit Salz. Und jetzt geht's los. Ich probiere einfach mal so auf dem Kalten. Ne. Ihr hört, es regnet. Ja, endlich seit Wochen. Ja, schmeckt, ne? Hallo? Guck mich an, Junge, wer alle? Ne, es schmeckt wirklich gut, ja? Essig dran, Zucker dran, Salz, Pfeffer. Ja, cool, wa? Hm? Machen wir was ganz anderes, ne? Ich denke mal, fährst du direkt zum Russen, wa? Oder wo das herkommt. Und die machen das ganz anders, ne? Logisch, jahrelange Erfahrung, aber hier. Es schmeckt anders als
gewöhnliche Krautsuppe. Logisch, ne? Aber das Beste daran ist, ja. Zulinkst du erstmal einen Wodka, ne? Prost. Ne, Nastarovia. Nee. Schmeckt echt gut. Mal was anderes, ne? Vielleicht schmeckt es auch besser oder anders, wenn ihr die rote Beete mit andünsten könnt. Mit dem Tomatenmark und den Möhren und Zwiebeln. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Aber so schmeckt es auch, ja. Also schmeckt nicht vor und wie das jetzt sauer schmeckt oder so. Ne, ist ganz gut. Oh, Alter, das ist so warm, ja. Ich habe nur für euch ein T-Shirt anzogen, weil ohne T-Shirt wollt ihr mich nicht sehen. Ich muss gleich nochmal im Pool. Das ist so schweinewarm, ja. Also ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und probiert selber, ja, kurz mal nach. Also wie gesagt, vielleicht ist auch eine paar Monate ein bisschen andere Würzmischung. Also so kann man es essen, es schmeckt, ja. Es schmeckt wirklich gut. Es schmeckt es nicht vor, die rote Beete, oder es schmeckt auch nicht sauer. Ja, obwohl da auch Essig dran ist und alles. Ja, das war's dann mal für heute, wa? Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Denkt an meinen Kanal. Daumen hoch und liken und Mitglied werden, ja, und dann auch die Grillmaster bei Facebook. Herzlich willkommen und das war's dann für heute. Ich wünsche Ihnen noch ein wunderschönes Wochenende. Bye bye, euer Micha.